Herzlich willkommen in der Asklepios Klinik Altona. Mein Name ist Dr. Johannes Grotthaus. Ich bin Oberarzt in der Abteilung für Gastroenterologie unserer Klinik. In der Webinarreihe für Sie erklärt haben wir uns zum Ziel gesetzt, Medizin für Sie verständlich zu machen. Heute möchte ich mit Ihnen über das Thema endoskopische Tumortherapie sprechen, welche Methoden es dabei gibt und wann diese OPs ersetzen können. Endoskopie heißt auch Spiegelung. Die Spiegelung wird mit einem sogenannten Endoskop durchgeführt. Das ist ein schwarzer, langer Schlauch. Hier sehen Sie beispielhaft ein Standardendoskop mit einem Handgriff und einer Gerätespitze mit einer Lichtquelle. Das Endoskop wird über natürliche Körperöffnungen wie Mund, Nase oder After in das Körperinnere vorgeführt. Und über eine hochauflösende Kamera an der Gerätespitze werden stark vergrößerte Bilder aus dem Körperinneren auf einen HD-Monitor im Untersuchungsraum übertragen. Hier sehen Sie beispielhaft eine Situation in der Endoskopie, wo man im Team aus Pflegepersonal und unterschiedlichen Ärzten die Befunde einschätzt und diskutiert. Über das Endoskop können auch Instrumente in das Körperinnere vorgeführt werden, sodass das Endoskop nicht nur als verlängertes Auge, sondern auch als verlängerter Arm des Untersuchers dienen kann. Hier sehen Sie beispielhaft, wie ein Instrument, in diesem Fall eine Zange, vorgeführt wird und durch den Endoskop exakt gesteuert werden kann, so auch im Körperinneren, sodass dort sehr genaue Eingriffe möglich sind. Jetzt will ich Ihnen exemplarisch die endoskopische Tumortherapie erklären. Hier sehen Sie dafür einmal die Speiseröhre, das Innere der Speiseröhre hier weiß dargestellt, die Speiseröhrenwand gelb und exemplarisch hier einmal ein Tumor oberflächlich in der Speiseröhrenwand. Mit dem Endoskop kann man hier bis an den Tumor heranfahren und beispielsweise den Tumor mit der endoskopischen Resektion oder der endoskopischen Submukosa-Dissektion ESD abtragen. Hierzu wird ein Instrument vorgeführt durch das Endoskop und der Tumor dann aus der Speiseröhrenwand geschält. Die entstandene Wunde heilt dann narbig ab. Eine andere Methode ist die endoskopische Vollwandresektion, auch FDRD genannt. Hier sehen Sie wieder einen Tumor in der Speiseröhrenwand und mit der FDRD kann der Tumor aus der Speiseröhrenwand geschnitten werden. Und die entstandene Lücke wird dann wieder adaptiert. Wo liegen Grenzen in der endoskopischen Therapie? Hier sehen Sie einen Tumor, der anders als der vorherige Befund tiefer in der Speiseröhrenwand liegt. Hier besteht die Gefahr, dass auch Lymphknoten außerhalb der Speiseröhre betroffen sein können. Hier kann man keine endoskopische Entfernung des Tumors vornehmen. Wann wird so eine komplexe Untersuchungstechnik besonders sicher und wann wird sie qualitativ hochwertig beherrscht? Hierzu bedarf es modernster Technik, einer hohen Erfahrung, sprich einer hohen Fallzahl dieser Untersuchung, einer großen individuellen Erfahrung des Untersuchers und einer Einbettung dieser Fälle in einen Expertenkreis. Bei der endoskopischen Tumortherapie ist nicht nur der Endoskopiker gefragt, sondern auch der Chirurg, der Radiologe, der Onkologe und auch der Pathologe. Unter der Federführung unserer Abteilung haben wir das Zentrum für endoskopische Tumortherapie, abgekürzt Z, gegründet. In Kooperation hier mit zwei spezialisierten Zentren in Deutschland. Im Internet können Sie sich hierzu auch unter z-experten.de informieren. Wir im Z haben uns Qualitätskriterien zum Ziel gesetzt. Hierzu zählt zum einen das Vorhandensein und die Verfügbarkeit modernster Technik, eine hohe Erfahrung, eine hohe Fallzahl dieser Untersuchungen, die Vergabe kurzfristiger Vorstellungstermine innerhalb von einer Woche, eine individuell angepasste Nachsorge und die Veröffentlichung unserer Behandlungsergebnisse. Hier sehen Sie beispielhaft die Eingriffe des Z im Jahr 2019 an den verschiedenen Organen. Wir hoffen, Sie bleiben gesund und wenn Sie unsere Hilfe benötigen, können Sie uns jederzeit unter den unten genannten Daten kontaktieren.